Nachdem wegen schlechtem Wetter die Etappe gestern nicht ausgetragen wurde, geht es heute zur siebten Etappe wieder an den Start. Das Rennen führt die Teilnehmer in einer Schleife von der Hauptstadt Atacamas, Copiapo, wieder zurück nach Copiapo. Auf dem Programm sind 419 Kilometer durch eine der trockensten Gegenden der Welt. Die Schwierigkeiten werden zahlreich sein. Unter anderem mit dem in dieser Gegend berüchtigten Kamanchaka-Nebel. Bei den Zweirädern ist immer noch Cyril Depré vorne und der Franzose nimmt heute Morgen dann auch als Erster die Piste in Angriff. Am ersten Kontrollpunkt ist der Führende der Gesamtwertung nur Dritter. 14 Sekunden hinter seinem Rivalen Marc Coma und hinter dem Chilenen Francisco Lopez. Lopez stürzt dann kurz nach dem Kontrollpunkt. Der Chilene kann zwar weiterfahren, verliert jedoch viel Zeit. Mit Joan Barreda Bord wird diese siebte Etappe einem weiteren Geheimfavoriten zum Verhängnis. Nach 298 Kilometern fährt der Spanier in die falsche Richtung und verliert seinen bis dahin sicheren zweiten Platz. Zum Etappensieg wird es für ihn auch heute nicht reichen. Beim Duell der Teamkollegen von KTM, Coma und Depré, hat heute der Spanier den Vorteil. Er ist von Anfang der Etappe in Führung, während Depré eher darauf ausscheint, seinen Vorsprung in der Gesamtwertung nicht zu verlieren. Coma ist bei jedem Kontrollpunkt bis auf den fünften vorne und trägt die Etappe dann auch erwartungsgemäß mit einer Zeit von 3 Stunden, 51 Minuten und 35 Sekunden davon. In der Gesamtwertung bleibt Cyril Depré weiter vorne, doch der Vorsprung vor seinem katalanischen Teamkollegen ist auf 7 Minuten und 48 Sekunden geschwunden. Bei den Geländewagen scheinen die Hammer in ihrem Duell mit den Minis zwar schneller, doch auch unzuverlässiger. Und es ist Stéphane Peterhansel, der mit seinem Mini in der Gesamtwertung an der Spitze liegt. Wenn er nicht von seiner Maschine im Stich gelassen wird, ist Nasser Al-Attiyah immer vorne mit dabei. Das beweist er auch heute wieder. Nach 142 Kilometern liegt der Mann aus Katar 32 Sekunden hinter Stéphane Peterhansel an zweiter Stelle. Die weiteren Titelanwärter lassen nicht lange auf sich warten. Gignel de Villiers bestätigt seine gute Form und passiert den zweiten Kontrollpunkt als Dritter. Gefolgt von Nani Roma und Krzysztof Olofczyk. Für Robbie Gordon scheint es heute nicht sehr gut zu laufen. Der Amerikaner liegt zu diesem Zeitpunkt über 4 Minuten hinter den Führenden. Alles sieht bei den Hammern also noch nicht rosig aus. Nach dem zweiten Kontrollpunkt setzt Gordon dann aber langsam zur Aufholjagd an. Am achten Kontrollpunkt liegt er mit einer Zeit von 2 Stunden, 39 Minuten und 42 Sekunden an dritter Stelle. Bis zum Schluss der Etappe fährt er sogar auf Platz 2 vor. Stéphane Peterhansel, bei der letzten Ausgabe mit seinem Fahrzeug vom Pech verfolgt, scheint dieses Jahr mehr Glück zu haben. Er beendet die Etappe an dritter Stelle und hat weiter echte Chancen auf den Gesamtsieg. Es ist Nasser Al-Attiyah, der heute am schnellsten ist und den Etappensieg in Copiapo davonträgt. Nach den Problemen der letzten Tage kann der Mann aus Katar wieder etwas Hoffnung schöpfen. In der Gesamtwertung ändert sich nichts. Peterhansel liegt nach der ersten Woche weiter vorne. Dahinter verspricht der Kampf zwischen den Hammern und den Minis auch für die zweite Woche packende Duelle.